Hallo, guten Morgen zusammen, grüß dich. Mein Name ist Timo, ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde. Und mit diesem Video läuten wir offiziell die Wildkräutersaison auf diesem Kanal ein. Meine Hauptsaison sozusagen. Und das Kraut, welches ich euch in diesem Video vorstellen werde, eignet sich perfekt dazu. In Kombination mit einem anderen Kraut. Um als Kur, wir machen schon wieder eine Kur zusammen, um den Stoffwechsel anzuregen, Schwermetalle auszuleiten, darauf werde ich gezielt eingehen, wie der Bärlauch funktioniert bei der Schwermetallausleitung. Wir werden die Frühjahrsmüdigkeit abstreifen und uns alles in allem ein paar Hände voll Energie besorgen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten benötigen bei dem, was ich mit euch geplant habe. Für den Frühling, für den Sommer, die nötige Energie, die werden wir uns in diesem Video fit machen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir machen eine blutreinigende, stoffwechselanregende, energiegeladene, schwermetallausleitende, streif die Frühjahrsmüdigkeit ab, Kracher Bärlauchkur. Das machen wir in diesem Video. Und jetzt wird der eine oder andere sich fragen, hör mal, Keule, ich bin gerade erst von der Knoblauch-Zitronenkur zurück nach Hause gekommen und du willst jetzt schon wieder los, du Astronaut. Wann sind wir eigentlich fertig? Und das kann ich dir sagen, wenn wir fertig sind. Gar nicht. Es gibt in dem Sinne keine Kuren. Da wurde dir übel mitgespielt. Es gibt nur das gesunde Leben und das Normale. Verstehst du? Genauso wie es auch keine Diäten gibt. Also viele Leute machen ja ganz gerne mal hin und wieder eine Diät. Oder direkt zwei, weil sie von einer nicht satt werden. Aber die gibt es in Wirklichkeit auch nicht. Es gibt keine Diäten, es gibt keine Kuren. Es gibt wirklich nur das gesunde Leben im Einklang mit der Natur. Und über kurz oder lang wird dir das, ich habe viele Aktivitäten mit euch geplant, die wir zusammen machen können, praktische Videos, über kurz oder lang wird dir auffallen, dass es das wert ist. Dass dieser Verzicht, der zu Anfang entsteht, wenn wir ein gesundes Leben führen, weil wir anderes gelernt haben, kein Verzicht ist, sondern eine Lebensweise, die letztendlich für Glück sorgt. Und darum geht es wieder in diesem Video und in den nächsten 10 auch, das kann ich dir jetzt schon mal verraten. Und darauf freue ich mich. Los geht's, wie immer, nach dem besten Intro auf ganz YouTube. Du weißt Bescheid. Bevor wir jetzt gleich zur Botanik kommen, ich euch also Merkmale an die Hand gebe zum jetzigen Wachstumszeitpunkt vor der Blüte, denn es ist wichtig, die Pflanze vor der Blüte zu sammeln, um von den Inhaltsstoffen zu profitieren. Ganz, ganz wichtig, gehe ich gleich nochmal während der Botanik drauf ein. Also bevor ich euch gleich Merkmale an die Hand gebe, wie ihr den Bärlauch von vermeintlichen Doppelgängern unterscheiden könnt, um vom Bärlauch zu profitieren, kommen wir jetzt als erstes zu den Inhaltsstoffen und wie diese in ihrer Gesamtheit wirken. Und zwar der Bärlauch hier. Voller Inhaltsstoffe und sehr, sehr wertvolle Inhaltsstoffe. Wir fangen mal vorne an, wir haben eine Menge Vitamin C. Und das ist im Frühjahr keine schlechte Sache. Du solltest generell das ganze Jahr über Vitamin C auch supplementieren. Mehrere Gramm am Tag knall ich mir rein und damit fahre ich sehr, sehr gut. Habe ein Vitamin C Video gemacht. Wir haben Vitamin C. Wir haben natürlich Mineralstoffe. Ganz, ganz klar haben wir in allen Pflanzen. Wir haben Magnesium, wir haben Eisen. Wir haben ganz besondere sekundäre Pflanzenstoffe mit den ätherischen Ölen zum Beispiel. Dazu kommt mehr auf diesem Kanal. Da habe ich ein ganz wertvolles Skript gerade in meinem Studium. Und diese ätherischen Öle, die wirken nicht nur innerlich, sondern auch über den Geruchssinn direkt aufs Gehirn, aufs limbische System. Und wir profitieren von den ätherischen Ölen mit all unseren Sinnen. Kannst du sogar erfüllen. So, und dann haben wir natürlich Chlorophyll. Das sieht man daran, dass die Pflanze grün ist. Willkommen im Club. Und dann natürlich haben wir schwefelhaltige Verbindungen. Alin, Allicin. Aus Alin wird durch das Enzym, wenn wir diese Pflanze zum Beispiel pur zerkauen oder zerkleinern, wird durch das Enzym Alinase wird das wertvolle Allicin. Und diese schwefelhaltigen Verbindungen, die sind sehr, sehr wertvoll zum Entgiften, zum Beispiel zum Ausleiten von Schwermetallen, ganz speziell Quecksilber. Da ist der Bärlauch ein Profi und deswegen ist diese Pflanze so wertvoll jetzt im Frühjahr. Bevor sich die Schwermetalle in deinem Körper akkumulieren, wenn du rauchst, wenn du mal Fisch oder Fleisch isst, durch Umwelteinflüsse, die kommen ja ganz natürlich in unsere Umwelt vor, in der Erdkruste, auch ich nehme Schwermetalle zu mir, solltest du deinen Körper dabei unterstützen, effektiv zu entgiften, ganz genau. Denn ein gesunder Organismus hat keine Probleme mit Schwermetallen. So sieht's aus. Auch Bewegung, ziemlich wichtig. So, in ihrer Ganzheit wirkt diese Pflanze blutdrucksenkend. Auf jeden Fall, ähnlich wie der Knoblauch. Das ist der kleine Bruder vom Knoblauch. Wir haben darmregulierend, antioxidativ, antibakteriell, antiviral, antimykotisch
und leicht antibiotisch. Wahnsinnig wertvoll, oder? Also hiervon eine Kur zu machen, bringt dich in eine Verfassung, die dich locker flockig und locker leicht in, ja, in das neue Jahr, in das Wildkräuterjahr, in die Wildkräutersaison starten lässt. Und deswegen wächst der Bärlauch absolut zur richtigen Zeit. Und bevor ich euch jetzt richtig zuschwalle, kommen wir zur Botanik und ja, los, Schuhschuh. Sochen, Freunde, wir kommen zur Botanik und ganz, ganz wichtig, zur Botanik vor der Blüte. Ich blende euch ein blühendes Exemplar in jedem Fall ein. Es sieht einfach wunderschön aus, wenn so ein Teppich wie hier mal anfängt zu blühen. Dann sieht es aus, als hätte es noch mal geschneit im Frühjahr. Der Bärlauch, der hat weiße Blüten, die aussehen wie Sterne. Diese wachsen in Dolden bzw. Scheindolden und ja, gehört zu den Narzissengewächsen, der Bärlauch. Und auf Latein Allium Ursinum. Ganz genau, das wäre Wissenswertes vorab. Und jetzt kommen wir dazu, da wir die Pflanze kennen sollten vor der Blüte, was schwieriger ist als während der Blüte, möchte ich euch jetzt Anhaltspunkte an die Hand geben, dass ihr den Bärlauch zum Beispiel vom Maiglöckchen, Aronstab oder von Herbstzeitlosen unterscheiden könnt. Und das ist sehr, sehr einfach. Dazu gibt es vorweg von mir einen Tipp, der sehr, sehr wichtig ist und der immer gilt. Ganz bewusst durch die Natur stiefeln. Die Natur lehrt uns Achtsamkeit. Wir sollten da sein, wo wir uns befinden und nicht mit dem Kopf irgendwo anders oder in Hektik die Blätter rausrupfen, sondern Blatt für Blatt, tatsächlich Blatt für Blatt pflücken. Ganz genau, guck mal, hier kommt der Bärlauch schon mit seinem ersten mit dem ersten Merkmal, der sich eindeutig vom Maiglöckchen oder von der Herbstzeitlosen oder vom Aronstab abhebt. Das ist nämlich die Tatsache, dass der Bärlauch erstmal nach Knoblauch riecht. Der kommt mir gerade in der Nase, der Duft. So, wenn ihr allerdings viel sammelt, könnt ihr euch euer Geruchssinn verlassen. Deswegen erstes Merkmal ist die Tatsache, dass der Bärlauch, ne, ein Blatt an einem Stiel. Das ist das Merkmal. Ein Blatt an einem Stiel. Beim Maiglöckchen wachsen zwei Blätter an einem Stiel. Ich blende definitiv nochmal alle drei Exemplare nebeneinander ein. Und bei der Herbstzeitlosen, da ist das Ganze, wächst das Ganze aus so einer, da wachsen mehrere Blätter direkt aus so einer Rosette heraus. Ne? Was so eine Rosette ist, das wisst ihr. So, da wachsen mehrere Blätter direkt aus der Rosette heraus, also ohne Stiel. Ganz genau. So, aber weil das viel zu kompliziert ist und ich vor Jahren ja auch irgendwann mal angefangen habe, möchte ich euch jetzt das Merkmal überhaupt an die Hand geben, dass ihr den Bärlauch überhaupt gar nicht verwechseln könnt, wenn ihr achtsam seid. Zum einen, wenn ihr nur eine Handvoll sammelt, dann verlässt euch euer Geruchssinn nicht. Also mich verlässt meiner nicht. Wenn ich nur eine Handvoll sammle für den Fußbus, um meine Kur fortzuführen jeden Tag, dann riecht jedes Blatt für mich nach Bärlauch. Wenn ihr Pesto macht und mehrere Hände voll sammelt, dann könnt ihr den Knoblauchgeruch schon, super, ich habe auch schon direkt die Fingernägel aufbereitet für das Video hier heute. So, dann könnt ihr, dann habt ihr irgendwann den Knoblauchgeruch schon an den Händen und wenn ihr dann mal irgendwo doch mal ein Maiglöckchen Blatt aus dem Boden reißt, dann könnte es sein, dass euch euer Geruchssinn in die Irre führt. So sieht's aus. Sochen, also nur ein, ne, Blatt an einem Stiel aus dem Boden. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt, wenn die Blätter mal größer werden, so wie hier, ne, ab einer gewissen Größe, Momentchen, Flugzeug, ich glaube, das waren zwei Takter. Sochen, Freunde, jetzt kommt das Merkmal überhaupt. Ich lege mal kurz das Blatt zur Seite. Und zwar, wenn der Bärlauch, das Bärlauchblatt, eine bestimmte Größe erreicht hat, so wie hier, dann müsst ihr das Blatt einfach umdrehen, zack, und dann steht auf der Rückseite Bärlauch. War lustig oder nicht so? Ich hab keine Ahnung, ist mir unterwegs eingefallen, gestern nach Hause. Und jetzt kommt aber wirklich das Erkennungsmerkmal überhaupt für den Bärlauch, um ihn, ne, ich habe euch jetzt schon ein paar Merkmale an die Hand gegeben, aber für mich, um den Bärlauch wirklich von vermeintlichen Doppelgängern zu unterscheiden, ist Folgendes. Der Bärlauch, der fasst sich ganz anders an. Der Bärlauch ist ein ganz zartes Pflanzenwesen. So, also ein Maiglöckchen, selbst wenn ihr noch kein Maiglöckchen gefühlt habt, das fühlt sich eher was härter an. Herbstzeitlosen ebenfalls und der Aronstab auch.
Zumal die auch wirklich alle anders aussehen, wie ihr gerade auf dem Bild gesehen habt. Der Aaron-Stab, der sieht eher etwas wellig aus und hat unten wie so Pfeilspitzen unten dran. Da sieht das Ganze eher aus wie ein Pfeil. Ne? Der ist unten an den Blattenden, ist dann so ein bisschen gelappt. Wie gesagt, die Herbstzeitlose, die wächst aus der Rosette heraus. Und beim Maiglöckchen wachsen mehrere Blätter an einem Stiel. Also von daher, aber was für mich klar ist beim Sammeln, wenn ich fühle den Bärlauch. Also ich brauche meinen Geruchssinn nicht, um den Bärlauch zu bestimmen. Und ich brauche auch keine Blüte. An der Blüte ist es immer am einfachsten eigentlich, eine Pflanze zu bestimmen, sondern er fasst sich sehr, sehr zart an. Und er bekommt schon Hunger beim Fühlen. So. Unglaublich. Und dann, nächstes Bestimmungsmerkmal, er glänzt auf der Oberseite. Ich versuche mal so ein bisschen in die Sonne. Seht ihr das? Er glänzt auf der Oberseite, der Bärlauch. Und auf der Unterseite, da ist er matt. Wenn ihr das mal einfach so hier, ich muss den Aufkleber gleich noch hier abmachen, beziehungsweise das Blatt sammle ich mir. Seht ihr? Das nehme ich mal wieder mit. So, seht ihr? Das ist eine matte Unterseite und eine glänzende Oberseite. Und wenn ihr Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen untersucht, dann habt ihr immer eine ganz klar erkennbare glänzende Unterseite. Also fühlen, riechen, mit allen Sinnen sammeln, Freunde, ganz, ganz achtsam. Ich hoffe, ich konnte das hier in diesen 6 Minuten klar verständlich rüberbringen, wie ihr halt den Bärlauch bestimmen könnt vor der Blüte. Und jetzt sehen wir uns wieder. Sochen, falls du noch dran bist, danke fürs Zusehen schon mal an dieser Stelle. Und jetzt habe ich beide Hände voll, denn, ich stehe mal kurz auf, hier, genau, ich sammle mir in dieser Zeit, und zwar täglich, egal, bei Wind und Wetter, sammle ich mir zu der Bärlauchzeit immer eine Handvoll Bärlauch, ne? Deine Handvoll Bärlauch ist eine Handvoll Bärlauch und eine Handvoll Brennnessel. Ne? Dazu in meinem Brennnessel-Video definitiv mehr, wie du sammelst, wie du eine Brennnesselkur machen kannst. Diese Kuren zusammengeschmissen bringen dich, ich wiederhole mich, ich weiß, aber diese bringen dich extrem weit nach vorne. Das kann ich dir sagen, was die Entgiftung angeht. Hier haben wir wirklich eine Nährstoffdichte, die seinesgleichen sucht. Die ganze Obsttheke von komplett Edeka ist hier in meiner Hand gerade enthalten. Ich übertreibe ein bisschen, aber da kann keine andere Pflanze in Europa mithalten, was die Nährstoffdichte angeht. Zudem stark entzündungshemmend, wunderbar für deine Gelenke, toll zum Entgiften, ist eine absolut wertvolle Pflanze. Und über diese haben wir jetzt gerade ordentlich gesprochen. Und diese beiden Superkräfte vereinen wir wie die Power Rangers sich vereint haben zu einem Riesenroboter. Wenn du diese beiden Pflanzen miteinander vereinst und eine 3-Wochen-Kur durchführst. Übrigens, meine Brennnesselkur ging, glaube ich, 4 Wochen. Und also die ich vorgestellt habe, meine generelle Brennnesselkur geht jetzt 6 Jahre. Ne? Weißt du Bescheid. Diese Pflanze konsumiere ich tatsächlich regelmäßig. Und wenn du dir hier die Spitzen sammelst, zeige ich in meinem Brennnessel-Video. Und hier die richtigen Blätter raussammelst, das zeige ich in diesem Video. Dann vereinen sich diese beiden Pflanzen miteinander. Und das zusammen frisch zu genießen, während die Pflanze noch Sauerstoff produziert, das ist der Endgegner. Es gibt nichts Besseres. Ich habe mich jetzt wieder in eine Euphorie hier reingeredet. Unglaublich, aber ist mein absoluter Ernst. Wertvoller geht es nicht, genau zu Frühjahrsbeginn hiermit anzufangen und den Körper effektiv beim Entgiften zu unterstützen. So, so wertvoll. Falls du noch dran bist und sagst, nee, habe ich ja gar keinen Bock drauf, ich warte einfach nur auf den Tag, wo du mal das falsche Kraut greifst. Und außerdem beuge ich Krankheiten effektiv mit Schweinefleisch vor, dann ist es auch okay für mich, ne? Absolut okay für mich. Aber wenn du noch dran bist und wenn du dich motivieren kannst und Zeit hast, dann zieh diese Kur einmal zu Frühjahrsbeginn durch und die nächsten Kuren, es gibt wie gesagt keine Kuren, die nächsten Aktivitäten, die wir zusammen auf diesem Kanal hier machen, die sind dann keine Aktivität mehr für dich. Du musst dich nicht mehr motivieren, weil du in dir eine Frische entwickelst, die seinesgleichen sucht. Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, wie ich mich jedes Mal hier aufs Neue motivieren kann, aber es ist für mich jedes Mal ein absolutes, es ist ein Segen, es ist ein Privileg, eine absolute Ehre für mich, hier Werbung für Mutter Natur zu machen und euch Kuren vorzustellen, die euch stramm stehen lassen. Das ist Bonustrack. Das ist der Bonustrack, Freunde, und zwar für die Leute, die keine Zeit oder Lust haben, mein Brennnessel-Video zu sehen, was echt schade ist, habe ich eine kleine Abkürzung. Und zwar Brennnessel pur essen, gar kein Problem. So, du greifst dir die ersten 2 bis 4 Blattgruppen. So, die Brennnessel ist zu dieser Jahreszeit super zart. Du kannst von der Brennnessel das ganze Jahr profitieren. Und diese hilft dir dann auch, deinen Organismus gesund zu halten und mit äußerlichen Umwelteinflüssen zurechtzukommen. So, und auf jeden Fall greifst du dir die ersten 2 bis 4 Blattgruppen.
ich tue die andere mal hier kurz. So, dann zerknüllst du das in der Hand, die wertvolle Brennnessel, und zerreibst sie zwischen den Fingern. Dann hast du ein kompaktes Paket und dieses brennt dann nicht mehr und du kannst es wunderbar genießen. Und dazu, wir machen die Zutatenliste noch ein Stückchen länger, dazu packst du dir ein Bärlauch. Wenn du jetzt noch Öl trinkst und Nüsse isst, hast du Pesto direkt im Mund. Und dann bin ich mir sicher, da läuft das Wasser im Mund zusammen, schön einspeicheln und ja, die Nährstoffe, also die Informationen erstmal abgeben, lange kauen. Erkläre ich dir gerade, wie man isst. Warum sind die schwefelhaltigen Verbindungen so wertvoll? Als erstes, natürlich wirkt eine Pflanze als Ganzes. Also alle Inhaltsstoffe zusammen ergeben wie ein Orchester zusammen mit Orgel und Geige und Bass ein schönes Stück Musik ergeben. So ergeben alle Inhaltsstoffe einer Pflanze, machen die Pflanze einzigartig. Auch wenn Inhaltsstoffe sich oft ähneln, ist jede Pflanze einzigartig. Das ist, denke ich, jedem bewusst. Schön, dass du es nochmal gesagt hast, Timo. Aber die kompletten Inhaltsstoffe in ihrer Ganzheit zusammen harmonieren in sich und machen dann die Wirkung des Krauts aus. Und da sind wir alle noch in der Lernphase, da bin ich ganz, ganz sicher. Sochen, Freunde, warum sind die schwefelhaltigen Verbindungen so wichtig? Weil diese uns beim Entgiften helfen, weil sie eine hohe Affinität zu Schwermetallen haben, die in unserer Umwelt ganz natürlich vorkommen. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass ein gesunder Organismus keine Probleme hat zu entgiften. Allerdings haben wir alle in unserem Leben schon schlechte Entscheidungen getroffen. Und wenn es dann mal so ist, dass unser Organismus, unser Stoffwechsel ein bisschen eingeschlafen ist, dass körpereigene Antioxidantien uns etwas ausgegangen sind, weil wir mit Entzündungen und Krankheiten zu kämpfen haben, weil wir viele freie Radikale puffern müssen, dann sind körpereigene Antioxidantien dein antioxidatives Schutzorchester in deinem Körper, ist dann mal ganz schnell an den Rand seiner Kapazitäten gebracht. So, Glutathion, Alpha-Liponsäure, ebenfalls schwefelhaltige Verbindungen, diese helfen uns beim Entgiften. Aber wenn du krank bist oder Entzündungen hast, dann kommen diese ganz schnell zum Erliegen und dann kannst du nicht effektiv entgiften. Und deswegen sollten wir aus dem Vollen schöpfen in der Natur, uns der Natur bedienen und unseren Körper dabei unterstützen, all das loszuwerden, was wir so aufnehmen in der Umwelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die schwefelhaltigen Verbindungen haben eine hohe Affinität zu Schwermetallen, zum Beispiel Quecksilber, Cadmium aus den Zigaretten, Quecksilber aus Amalgamfüllungen oder wer gerne Fisch isst, sind auch Schwermetalle enthalten, vor allem Quecksilber, Methylquecksilber, welches dann die Blut-Hirn-Schranke überwindet und für Störungen im ganzen Organismus sorgen kann. Da kommen dann die Kopfschmerzen her und die Antriebslosigkeit und die Müdigkeit. Das passiert, wenn sich Schwermetalle nach und nach im Organismus akkumulieren. Wenn du nicht regelmäßige Bewegung hast, wenn dein Stoffwechsel nicht mehr so gut funktioniert, dann, wie gesagt, ist der Bärlauch eine wunderbare Hilfe. Du kannst den Endboss nochmal oben drauf setzen. Das habe ich einmal in meinem Leben gemacht. Als die ganze Sache hier angefangen hat, habe ich meinen Organismus entgiftet und ihn dabei unterstützt mit dem Stärksten, was du zu dir nehmen kannst. Wenn dein Organismus schon einmal an die Grenzen seiner Kapazitäten geführt wurde durch schlechte Entscheidungen, und da rede ich nicht mit, ich verurteile da gar keinen, ich habe auch schlechte Entscheidungen in meinem Leben getroffen, dann solltest du vielleicht einmal, und das werde ich in diesem Video auch verlosen, ich werde ein komplettes Bundle aus Alpha-Liponsäure, Glutathion, das sind körpereigene Antioxidantien, körpereigene Stoffe, die dich beim Entgiften unterstützen, die mit Q10 zum Beispiel die Teil der Atmungskette sind, die dir Energie geben. Und wenn du einmal so viele Fehler gemacht hast, dass dein Körper das alles nicht mehr abpuffern kann, dann entlass ihn einmal und baller dir wirklich Alpha-Liponsäure, Glutathion, Q10 rein. Kurkumin, Chlorella, Spirulina. Einfach nur mal als Kur, bis du dich besser fühlst. Und wenn du merkst, dass du dich besser fühlst durch diese von außen zugeführten Stoffe, dann gibst du Gas, dann gehst du wieder in die Bewegung, dann hast du wieder die Motivation, dann hast du die Energie, wofür Q10 sorgt, wofür Alpha-Liponsäure sorgt. Wie gesagt, Teil der Atmungskette, gerade die beiden Stoffe, super wichtig. Glutathion, Schlüsselantioxidanz. Und genau so ein Bundle, um eine kurze Geschichte nicht zu lang zu machen, genau so ein Bundle werde ich in diesem Video verschenken.
genau aus diesen Stoffen, genau aus diesen körpereigenen, aus den wichtigsten körpereigenen Antioxidantien, die der Körper selbst herstellt. Wenn du gesund unterwegs bist, dann wird dich die Sache hier schon nach vorne katapultieren. Wenn du aber denkst, du kommst nicht mehr richtig aus dem Quark, du brauchst wirklich Sprit für deinen Organismus, dann kannst du dir dieses Bundle, werde ich unter dem Video verlinken, kannst du dir gönnen. Aber für jemanden, der sich gut um sich kümmert, reicht es absolut. Also ich nehme kein Glutathion und ich nehme kein Alpha-Liponsäure, aber ich nehme zurzeit zum Beispiel Q10, nehme ich seit Jahren, höre ich auch nie wieder mit auf. Ich nehme zurzeit Kurkumin, ich nehme immer Spirulina und immer Chlorella. Meine Nahrungsergänzungsmittel sind unter dem Video verlinkt. Von dem besten Mann mit sehr gutem Gewissen empfehle ich diese Sachen. Also wenn du einmal volle Pulle entgiften willst, dann schreib in die Kommentare Iron Man, das reicht, vielleicht auch ein Hallo. Und dann suche ich mir wieder einen aus, dem ich das Bundle schenke. Und das wird dir mehr Energie geben, mehr Gesundheit geben und deinem Körper die Möglichkeit, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. In der Stadt zu wohnen ist so, wenn du in der Stadt wohnst, in einer Großstadt wie Berlin, Frankfurt, ist es so, als ob du 4 Zigaretten am Tag rauchst. Also unterstütze deinen Körper mit schwefelhaltigen Verbindungen. So, ich denke, das ist das war mit dem Video. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Frage. Ist dir mein Ansteckmikrofon aufgefallen? Hä? Ist? Mic check. Habe ich mir auf Empfehlung eurer Kommentare geholt. Der eine oder andere hatte den Wunsch. Timo, hör mal. Ey, du. Mach dir mal so ein Ansteckmikrofon klar. Habe ich gemacht. Hier. Jetzt sehe ich aus wie jemand, der eine Kultursendung moderiert. Achtet. Willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Timo. Willkommen bei Baum und Borke und schicke Orte. In dem heutigen Video. Nein, das war's mit dem Video. Schon mal eine Begrüßung am Ende des Videos rausgeknallt. Auch gut. So, das war's mit dem Video. Es war mir eine Ehre. Hat mir viel Freude gemacht. Danke fürs Zusehen. Esst die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird. Und lasst mir ganz gerne meinen Lohn da. Den Daumen nach oben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hab die Ehre. Kleiner Test, wie weit das Mikro geht. Also ich erzähle jetzt irgendwas. Und strahl das nicht aus, Timo, wenn du das siehst. Test, Test, Mic check. Oh, guck mal hier, der Aaron-Stab. Eine verwechseln uns. Hier, kann ich noch mal ganz kurz zeigen. Da pflück ich jetzt nicht weg, sondern komm mal mit. Und zwar, da ist der Aaron-Stab. Seht ihr das? So. Und damit kann man den Bärlauch auch gar nicht verwechseln. Ne? Der ist pfeilförmig. Hier, der hat unten so übelst gelappte. Ne, da läuft der, hier läuft der Bärlauch ja spitz zu, zum Stängel. Und der hat hier unten so zwei Lappen dran. So sieht's aus. Ne? Ist eigentlich so wie so ein Pfeil, wie so eine Pfeilspitze. Damit könnt ihr nicht verwechseln. So, und jetzt gehen wir wieder zum Mic-Check zurück. Schön, dass wir den hier gesehen haben. Alles voll, sehe ich gerade. Sehr gut aufgepasst, Timo. Und jetzt bleibt ganz ruhig. Ne? Genau. Goofy und Max. Ist jeder Tag ein Klacks? Zwei Freunde, ist klar. La 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 la. Ich hole jetzt übrigens mein Fahrrad eben. Ne? Bin mal gespannt, wie weit das Mikro geht. Weil wenn das Mikro richtig weit geht, dann können wir wirklich durch Kraut und Rüben, Freunde. Wir können durch Kraut und Rüben. Ich kann euch Pflanzen zeigen. Ihr seid da hinten, ich bin da vorne, ich habe was gefunden. Ich sag, kommt mal hier rüber. Richtig gute Sache. Suchchen, alles voller Aaronstab. Da kommt wieder jemand, aber zum Glück sieht das so aus, als würde ich hier Vermessungsarbeiten machen mit meinem Stativ. Ist auch so ein bisschen orange, Bauarbeit orange. Ja, genau. Also gucke ich mal, was ich hier noch vermessen muss. Hier sieht gut aus, sieht alles plan aus. Hier können wir direkt, können wir die nächste Autobahn können wir hier machen. Ja. Sieht sehr schön aus. Kräuter weg, Asphalt drauf. Ganz klar. Hallo. So sieht's aus. Genau. Also, hier machen wir alles weg, den See schütten wir zu und da machen wir ein schönes Hotel. Hotel, McDonald's, Tankstelle. Ab geht's. Okay, alles klar. Ein bisschen Fliege im Hals geflogen.